Jetzt gibt's wieder Zange in die Fresse. Das war ein Oschi, ey. Nee, ich hänge da jetzt schon seit 5 Minuten dran. Ja, wenn das schnell nach unten geht, muss man anziehen. Jetzt geht es wieder nach unten, jetzt geht es nach oben, jetzt zieht er. Ah, ich hab dich gleich. Ja. Jetzt ist er müde. Wir ziehen. Gleich habe ich ihn. Ja. Einen Karpfen. Was für ein Fight. Den behalte ich natürlich. Das ist ein Ding, ey. Ja. Da habe ich jetzt diesen ganz normalen Köder nur genommen. Ja, halt ein Schwimmer, ne? Und die dicke Nylonschnur. Für Fische bis zu 10 Kilo. Ja. Der Karpfen hat ja 5,8 Kilo, ne? Also war schon ordentlich gewesen. Ja, das ist hier an diesem kleinen Dörfchen. Wenn man hier jetzt weiter mit dem Boot fahren würde zum Beispiel, da oben geht es dann zu diesem Staudamm. Da habe ich mir mal, also am See, also am Fluss dort, am Staudamm hat das nicht so funktioniert. Aber hier ist das cool. Karpfen. Fein. Ja, das Angeln macht schon Spaß. Ist ein bisschen anders als in anderen Spielen, aber ich kenne eigentlich kein Angelspiel oder ein Spiel, wo man angeln kann, wo das alles gleich ist. Ein Süßwasserfisch. Schön. Freut mich. Also gibt es heute wieder frischen Fisch. Wie schön. Okay. Wir sind hier am Hafen. Das ist hier ein ziemlich großes Gelände. Okay, da ist ein Bot. Und da ist ein Gebäude. Ich bleibe erstmal auf dieser Seite des Zauns. Ja, waffentechnisch sieht das ein bisschen dünn aus bei mir. Im neuen Magazin, aber nicht die passende Waffe nicht dabei. Ja, ich war hier schon drin gewesen, in ein paar von diesen kleineren Hallen. Und ja... Viel gab es nicht zu holen. Ich will mir erstmal hier so einen Überblick verschaffen. Okay, auf jeden Fall am Kai laufen oder läuft zumindest ein Mech rum. Da ist der zweite, okay. Sieht aus, als ob die Seite hier dann wirklich am besten geeignet wäre, um mal zu linsen. Okay, wie sieht denn das aus? Hier haben wir Durst. Halt. Klar, haben wir Durst. Okay, der hat gerade was getrunken. Alles klärchen. Okay.
Immer schön die Deckung nutzen. Ich weiß nicht, wie der Weg von dem zweiten Mech ist. Ich glaube, der oder auf dem Kai, der müsste mich eigentlich von hier aus schon sehen, oder? Warum hat er jetzt angehalten? Die Container sind auch interessant angeordnet. Da kann man sich schön dran vorbeischleichen. Ja, das würde mich natürlich mal triggern. Okay, er dreht sich um. Wo ist der zweite? Oh, da hinten geht es ja noch weiter. Okay, da ist der zweite. Er kommt wieder. Oh ne, ich glaube, das war der andere. Butter. Okay, gar nicht lange aufhalten hier, weil ich mich eigentlich hier drin umgucken wollte. Oh, viele Kistchen. Oh ne, ernsthaft? Oh, Fischköder. Jetzt brauche ich keine. Ja, okay, also das ist diese 0815 Hallen. Ich traue diesen abgedeckten Teilen hier nicht. Manchmal das Gefühl, die können da durchgucken. Okay, jetzt, das ist auch interessant, mal zu sehen, wie weit er ja läuft. Ja, ist gut jetzt. Ja. Die scheinen ja noch kurz anzuhalten, ne? Okay. Okay, also bis hinter den Turm, dann hält er an.
Ja, da hält er nochmal an. Okay, Standardgedöns. Okay, da warte ich jetzt, bis der wiederkommt. Wahrscheinlich überall derselbe Käse drin sein. Ja, hier hält er kurz an, okay. Voll der Müll hier. Was bewachen die da so eifersüchtig? Korken? Dass man hier nicht hochklettern kann. Oh, ja. Das ist nicht gut. Okay, der andere geht wieder. Hier hält er an. Löwe weiter. Ah nee, oder? Oh shit. Mache ich das überhaupt? Ich meine, hier gibt es ja kaum was, ne? Ah ja, kann man sich gut verstecken, ne? Muss halt nur aufpassen, weil ja der andere Bot, da ist ja dann auch im Sichtradius. Ja, Seife ist klar. Ey, das ist ja. Ist ja. Nee. Ich könnte höchstens mal versuchen, rüber zu kommen. Da zu diesen beiden Dingern. Ich muss halt nur aufpassen, ne? Der andere kommt nämlich auch hier, ja? In die Richtung hier. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt hier vorgeht.
Spitzhacke an. Okay, bis hierher. Oh, jetzt dachte ich, da dreht sich nochmal um. Nee, oder diese Hüter. Ich krieg die Krise. Aber mich würde das Haus ganz da hinten mal triggern, beziehungsweise die zwei Häuser. Gibt es doch bestimmt noch was zu holen. Da ist der andere. Wenn die sich hier nämlich kreuzen, sieht das übel aus. Dachte es war zu schnell. Shit. Jetzt muss ich. Da kommt aber richtig nah. Das ist nicht gut. Ich will da rüber. Weil das doof ist, ich war ja schon gerade drüben. Aber ich bin halt nicht weitergegangen. Hier bin ich noch am besten geschützt. Der andere. Ja, das ist der schnellste Weg, ne, an dem vorbei dort. Schnell, dreh dich um. Der andere kommt. Jetzt war ich beinahe ins Wasser geklatscht. Hui. Mein Auto steht auch irgendwo in Buxtehude. Warum ist das noch da? Ach, es ist immer noch warm. Ich nehme die Bude mal als Deckung. Halt's Maul hier, pst. Ja, die Bude als Deckung, toll. Geile Idee. Ich glaube, das war eine scheiß Idee. Ich hätte vielleicht auch hochlatschen sollen.
Jetzt dreht er um. Da ist noch einer. Tja, wäre ich jetzt mit MacGyver wäre ich gerettet, ey, hier ist Kleber. So. Okay, da ist noch ein Anleger. Ah, jetzt weiß ich bloß nicht, der andere mich. Wo latscht der lang? Was ist seine Route? Da ist noch einer. Okay, hier sind wieder zwei. Die scheinen wieder parallel zu laufen, oder? Ja, jetzt kommt der andere geht. Mal gucken, aber da scheint ja dieser komische Zaun zu sein. Oh, shit. Okay, da tritt auch um. Oh, Verwaltungsgebäude. Oder? Kommt. Ist das dasselbe von vorhin? Ne, ist ein anderer, ne? Oder? Das sind Baracken. Okay, das ist wohl eher die so eine Sackgasse. Mal ganz nach oben gehen, vielleicht kann ich aufs Dach. Dumme Idee. Noch scheiße. Jo. Ich glaube, meine Ideen waren immer beschissener heute. What? Gleich zwei von denen. Okay, ich glaube also, okay, also das sind die Scheißhütten hier, die ich vorhin schon hatte. Ich glaube, die kann man vergessen. Ja. Das ist auch unnützes Risiko. Aber da ist noch eine Halle. Da könnte es sich vielleicht mal lohnen. Wenn ich hinkomme. Aber Dach gibt es ja keins.
Hör's knurren. Ja, welcher hat mich jetzt gesehen, ne? Eigentlich ist jetzt ist auch scheißegal, weil sie jetzt sowieso wieder ihre Standardroute eingenommen haben. Ah. Da Zitter war es ganz aufgeregt hier. Auf welcher Seite war denn jetzt diese Halle, wo ich hin wollte? Gibt's erstmal was zu trinken hier. Ja, wo haben wir was hier? Oh. Da kann mich doch gar nicht sehen. Oh. Ist hier irgendwie ein anderer Ausgang oder so? Weil. Darum. Ja, vergiss es. Ja, trotzdem muss ich ja weg. Da kann ja durch. Ja. Das Blöde ist, wenn du die aus dem Konzept gebracht hast, laufen die nicht mehr so schön synchron und sind dann auch schwerer auszurechnen. Wo war die Bude jetzt? Ist das das Ding da hinten? Ne. Ah, auf der Seite. Natürlich. Natürlich. Habe ich jetzt überschätzt, unterschätzt, wie auch immer. Das war jetzt eine dumme Idee. Eine sehr dumme. Aber dumm hat der Schwein. Das lohnt sich ja null. Das ist so ein mega Risiko, ey. Viele, viele Kisten. Okay, wenn ich das Ding jetzt hier durchgelootet habe, bin ich raus hier. Da muss ich. Ich muss hier weg. Ja, nie, klar. Ah, ein bisschen Seil kann man gebrauchen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber. Das ist dann so ein bisschen das Messi-Syndrom, ne? Erstmal mitnehmen. Erstmal Hammsprachschramm. Morgen. Oh. Noch einer.
Ah, danke, dass du wartest. Du kennst mich. Sie kennen mich. Eigentlich ist das so blöde gemacht von mir. Man sieht's ja, wenn die Waffe leer ist, ne? Es hat der Schlitten nach hinten gefahren, ne? Aber naja. Bin manchmal. Oh, nee, das ist ja nur 40%. Ja, ist ja echt nix. Hier kann man höchstens drauf pennen. Mal gucken, können wir vielleicht. Ich habe ja heute meine. Ach, Kacke, jetzt habe ich den Revolver wohl gar nicht mehr mit. Ach, ich hatte doch meinen 38er Colt mit. Mist. Den wollte ich doch eigentlich mal benutzen. Ich habe ihn dann halt bloß im Auto gelassen, weil, ne, Bots und so. Und solche Anlagen infiltriere ich grundsätzlich mit einer schallgedämpften Waffe. Und die richtige Hardcore-Scheiße, die benutze ich dann halt am liebsten im freien Feld. Überall da, wo ich halt auch einen guten Überblick habe. So, was haben wir? Improvisierte Angelschnur könnte ich jetzt basteln. Ja, das war es eigentlich auch schon, ja, mit meiner Kreativität hier. Ja, ich habe nicht so viel dabei. Ich könnte noch ein bisschen Muni machen. Ach nee, Bleiblatt und Schießpulver habe ich nicht. Das ist natürlich ungünstig. Also ich glaube, irgendwann funktionieren die Dinger hier mal. Hier kommt man auch aufs Dach. Ja, ich habe Schrott, immerhin. Ah, hier ist das, die Holzkisten, das ist immer so. Die Dinger hier waren auch schon mal besser ausgestattet. Ist auch ein bisschen enttäuschend. Und wieder Hüte, 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 Hüte. Ich frage mich, wie die das dann verschippen. Ach, weißt du was? Wir nehmen nur jetzt mal in die Kiste, tun wir mal ein paar Hüte rein. Und ein Blatt Papier in die andere Kiste. Da packen wir mal eine Mine rein und ein paar Bolzen. Läuft, das wird schon. Die finden das schon alle. Ah, hier hat man auch einen guten Überblick, ne? Die Mechs allerdings auch. Ja, also ich denke nicht, dass das jetzt was bringt, wenn ich da jetzt noch diese kleinen Container da absuche. Aber, ja, aufs Dach selbst komme ich, glaube ich, gar nicht. Aber da hinten kann manchmal was sein. Hier ist kein Ding, also hier sieht uns keiner. Hier sieht es schon wieder anders aus. Oh, tschüss. Oh, warte mal, was liegt denn da? Oh ja, ein Köcher. Wo ist meiner überhaupt? Egal, jetzt habe ich wieder einen. Ich glaube, meinen habe ich irgendwie entweder im Auto liegen lassen, was nicht. Weil normalerweise habe ich immer einen Köcher dabei. Komisch. Ach, du hast ja immer Durst. Ui. Chips. Haben wir Hunger? Nee, ja, doch ein bisschen, aber wir wollen ja noch ein bisschen abnehmen hier. Kleines bisschen. Kann das sein, dass der ein bisschen schneller abnimmt jetzt? Also jedenfalls so mein Eindruck. Vorher war ich auf 88,8. Na gut, ich bewege mich ein bisschen mehr. Ui, nicht gut. Ja, das ist ja eine. Ah, hier gibt es ja nicht mal die Getränkeautomaten. Irgendwas Nützliches hier.
Okay, wo kommen wir jetzt hier lang? Okay, hier geht's wieder zurück. Gut, ja, dürfte uns keiner sehen. Hier oben könnte es haarig werden. Oder? Können wir die Klappe schließen? Oh ja, das ist sehr gut. Hervorragend. Ah, hier, da hinten sind schon wieder ein Haufen Kisten. Und noch so eine Halle. Ich könnte da jetzt eigentlich rübersprinten, ne? Das würde sogar gehen. Aber wenn das wird wahrscheinlich, ah, Birdshot, wird wahrscheinlich genauso eine müde Geschichte werden wie hier. Ach Gott, nee, hier ist ja gar nichts. Nee. Okay, also da war ich schon drin in dem Ding. Das war ja nicht so entspannt. Da sind die Baracken. Da könnte unter Umständen noch was drin sein. Vielleicht ein Helm oder sowas oder eine Gasmaske, aber das ist den Aufwand jetzt, glaube ich, gar nicht wert. Ich habe sowieso noch ein Stückchen Weg vor mir. Das irritiert mich hier. Ich habe mir noch nicht mal einen Plan gemacht, wie ich hier wieder rauskomme. Hui. Ja, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr ducken, du Mongo hier. Jetzt hat er wieder ein WW. Ein tolles WW. Was auch cool wäre, das wären so Sanitätskästchen mit, was ist sicher, Pflästerchen mit Bärchen drauf und Marienkäferchen. Ne? Gibt ja auch Schulranzen hier, warum nicht? So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Jetzt, ausnahmsweise muss ich aufpassen. Okay, da ist der eine Mech. Da kommt der andere. Ich glaube, der da hinten sieht mich nicht. Nee. Auf den hier muss ich aufpassen. Und dann hier ist an der Seite noch einer. Okay, da läuft noch ein Stück. Wer dumm fragt, ne? Jetzt bin ich hier eingeklemmt und weiß nicht, wo die Dinger sind, ey. Wenn mich nur einer sieht, kommt er auf mich zu und ich kann in die andere Richtung auch nicht rennen. Da kann ich höchstens versuchen, mich in dieses Haus zu flüchten. Scheiße. Okay, er dreht um. Ja, auch. Hey, wer hat denn hier den Rucksack gelassen? Hier hat irgendeinen Rucksack hingelegt. Ja gut, das sieht ja doch gut aus.
das Spiel weiß, was ich will. Ja, so ein bisschen so Wüstentarn, das sieht doch fesch aus. Ja, und dann hinter die Häuschen, ne? Ich weiß bloß nicht, wie ich hier rauskomme. Ja, du bist weit genug gelaufen. Du siehst doch, da ist nichts. Hier ist nichts. Nein. Geh weiter hier. Jetzt dreh wieder um. Hier ist nichts Interessantes zu sehen. Okay, der andere haut auch ab. Mehr Hühn. Ach ja, hier waren wir ja schon. Ja, ich muss jetzt erstmal einen Kopf machen, wie ich da wieder rauskomme, ja, ne? Obwohl in dem weiten Feld da, wo die Wiese ist, wo ich jetzt gleich hinlatschen will. Da ist es relativ sicher. Ach, Kacke. Ich kann jetzt hier nicht hochlatschen. Ich muss warten, bis der sich umdreht, der andere. Das muss man hier gut timen. So, jetzt sehe ich den anderen aber nicht. Weil ich jetzt querfeld einlaufen will. Okay, jetzt müsste der andere kommen. Okay, der geht. Das ist gut. Da brauche ich den jetzt mir gar nicht erstmal im Auge zu behalten. Oh, shit. Yeah. Hui! Okay. Okay, der Kai, da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Der andere, der ist noch zornesrot. Aber das, jetzt hat er sich beruhigt. Okay, er hat es aufgegeben. Weg hier. Ja, alles da allem relativ entspannt. Ist ein bisschen enttäuschend, dass der Loot ein bisschen scheiße war. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas übersehen. Wie gesagt, hier oben, hier war ich schon. Das ist ja so ein Trainingsgelände. Dahinter sind noch ein paar Hallen. Aber nichts Weltbewegendes. Und natürlich auch wieder drei Bots. Ein ziemlich weitläufiges Gelände, also ja, auf jeden Fall eignet sich das Gelände gut dazu, um mal ein bisschen mit diesen Mechs zu üben, ne? Also nicht mit denen, sondern gegen die zu üben. Also wie die laufen und sowas, ja, vielleicht auch ein bisschen rumexperimentieren, die abzulenken und so, weil man hat es ja gerade gesehen, wenn es hart auf hart kommt, kann man sich relativ gut dann in die Büsche schlagen oder halt im Gelände dort kann man sich sehr gut dann in den Häusern verstecken. Also zum Üben ist das gut, ne? Also da gibt es Bunkeranlagen, die sind richtig verwinkelt. Da ist es sackschwer, aber hier geht's eigentlich. Ich habe gedacht, das ist schwieriger, aber es ist okay. Aber es lohnt eigentlich den riesigen Aufwand gar nicht. Scheiße. Ich wollte die Möwe haben.
Ja, also lootmäßig lohnt sich's jetzt hier nicht wirklich. Kann jetzt auch nur Zufall gewesen sein. Jo, da muss ich jetzt mal schauen. Ich bin jetzt hier um das halbe Gelände rumgelatscht. Wo mein Auto ist. Ja, sind auch noch Gebäude mit roten Dächern. Sowas triggert einen natürlich auch. Jetzt habe ich aber keinen Scope dabei und nix. Hunger, Durst, Pipi, kalt. Okay, hier ist die Shooting Range. Auf dem Gras laufen die eigentlich sehr selten rum, ne? Nur wenn sie einen verfolgen. Aber das heißt ja nichts. Auf der Shooting Range ist, glaube ich, gar niemand. Ja, ich glaube, hier ist der Ausgang irgendwo. Oder? Jo, richtig die Birne rausstrecken. Ich bin auch ein Holz. Da ist ein Bot. Okay, er dreht um. Ja, ich friss Besen, wenn es nur einer ist. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist wirklich nur einer. Ich glaube, hier sind bloß diese Baracken, ne? Ui, da hinten scheint es, da leuchtet es. Da ist auch einer. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Hauptsache Motorradstiefel. Geht's ja auch bloß mal kurz rein, weil Besonderes scheint ja nicht zu sein. Und wie gesagt, ich will ja eigentlich auch erstmal hier wieder raus, ne? Ah, ein Loot Drop. Tja, im letzten Video ist der Loot Drop genau neben meinem Auto gelandet und hat mein Auto ins Nirvana gepustet. Muss ich mal trotzdem gucken, wo bin ich denn überhaupt? Ach, da unten, genau. Ich müsste jetzt Richtung Süden. Ich bin also richtig. Ah, ist mein Auto, sehr schön, genau. Ich bin doch schon da. Was merke ich denn schon wieder hier? Ja, ist eigentlich ganz chillig. Ein bisschen aufpassen, dann geht das, ne? Ah, der ist zu weit weg. Ne. Das ist mir das Risiko nicht wert. So, neuen Rucksack, immerhin. Haben wir denn hier? Das wollte ich doch. Die 38er. Die nehme ich mal ja mit. Bisschen blöde mit Laden immer. Ja. Bogen habe ich heute noch gefunden. Meine Angel ist natürlich wieder mit dabei. So. Und das hier müssen wir ja auch mal essen hier, ne? Was denn? Das ist bei 60%. Nahrungsmittelabstoßung. Noch nie gesehen, dass irgendjemand eine Ananas abgestoßen hat. Komm rein damit, Junge. Nicht, dass der jetzt wirklich kotzt, ey. Die ist doch noch bei 60%.
Wie kann man denn nur so pingelig sein? Verstehe ich nicht. Okay. Pingel, pingel, pingel. Wir haben wieder ein bisschen abgenommen. Ja, mal sehen, mal. Zu essen, glaube ich, haben wir gar. Doch. Wir haben hier schwarze Oliven und wir haben sogar noch was zu trinken. Komm hier, alles hinter damit. Das hast du dir verdient. Ja, der Hafen, das ist schon schön. Ist ziemlich verwinkelt. Aber was die Gebäude selber so an sich angeht, also da war ich jetzt nicht so überzeugt davon. Warte mal, ich hatte doch hier das. Lass mal das mal hier. Nehmen wir mal das schöne Bajonett. Was ist das hier überhaupt? Schwarze Oliven. So, alles essen. Wenn er nicht wieder rummeckert. JW's persönlicher Beschützer. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Eine rote 1911er. Hab sie mal mitgenommen. Allerdings habe ich die nicht hier gefunden. Ja. So gesehen war das heute jetzt nicht unbedingt erfolgreich, was das Looten angeht, aber es war okay. Mal so zum Rumstromern. Ich habe vorhin bloß halt nicht gesehen. Ich habe das nicht mitgekriegt, wann da Loot Drop runterkam, ne? Ah, nee. Hier kommen noch so viele Loot Drops runter. So. Ist das da oben überhaupt so ein Häuschen? Ganz normales Haus oder was? Vielleicht gibt es da noch was zu trinken. Ja. Das ist mein Loot-Ziel für heute. Was zu trinken finden. Und mit etwas Glück mal die Pisti ausprobieren. Ja, Autobatterie könnte natürlich auch nützlich sein, aber nur 6 Aufladung. Na, da hat mein Handy-Akku da mehr drin. Ein Schraubendreher. Ich glaube, die ganzen Schraubenzieher sind alle in meinem Einsatzrucksack drin. Das geil, wie das so zielt und dann noch mal ein bisschen der Fokus drauf geht. Dann mal was zu trinken wäre nice. Ja, ich brauche ein paar Rex hier. Nee. Oh, eine Bleiplatte, ja. Ich will mir noch ein bisschen Muni später machen. Die Erfahrung erhöhen. Also ich habe mal gemerkt, diese Revolver, die haben eine ganz schön große Mannstoppwirkung. Der Nachteil ist natürlich 6 Schuss und dann ist trocken, ne? Das ist dann kann natürlich dann brenzlig werden, da muss man eben dann auch schnell wechseln, die Waffe. Jetzt ist ja gar keiner, ey. Die wollen mich heute. Wie gesagt. Dachte schon, die wollen mich heute ärgern, aber nee. Ein Korken. Ja, macht Sinn, ne? Weinregal und Korken. Aber ich habe im letzten Video ja schon gesagt, es wäre natürlich auch geil, Wein und Korken, ne? Wenn du ja so ein Weinfläschchen hast, dass du dann halt auch automatisch dann auch gleich einen Korken am Start hast.
So. Oh, hat schon Bumm gemacht? Anscheinend, ne? Warum habe ich das nicht gehört? Merkwürdig. Ja, dann würde ich sagen, bin ich fertig für heute und ich sag mal tschüss.